Meine lieben Überlebenden da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit The Last of Us Part 2 Remastered für die PS5. Und wir sind immer noch in Hillcrest. Hier an dieser Stelle haben wir letztes Mal aufgehört. Und wir werden mal eben gucken, dass wir mal ein bisschen durchladen. Und ein bisschen Munition herstellen. Ja, Keule können wir auch verbessern. So. Okay. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir weiter durch die Häuser. Und suchen nach Loot. Wir kamen ja nicht dazu, weil hier überall Gegner waren. Die mussten wir ja erst mit unserem super tollen neuen Bogen müssen wir die ja erst wegmachen. So, und so wie wir es ja immer machen, wir gehen dann wieder einmal gucken, ob wir was übersehen haben oder nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Hier waren wir auch schon, da erinnere ich mich dran. Okay, warte. Nochmal eben nach oben. Hier waren nämlich auch noch ein paar Räume. Ja, hier ist noch was. Tada! Das Bett sieht ein bisschen hoch aus, oder? Na, Ellie mag das nicht aufnehmen. Okay. Dann halt so. Zack. Hier auch nochmal schauen. Jawohl. Munition immer gut. Und hier liegt auch schon wieder was. Danke. Da haben wir nichts mehr. Munition. Jawohl. Heilung, Pillen. Da ist nichts. Okay. Hier haben wir noch was. Jo, guck mal. Das ist doch super. Machen wir uns einmal Heilung und einen Molly. Jetzt können wir das auch wieder aufnehmen hier. Wunderbar. Und dann sind wir hier. Das ist jetzt der Hinterhof, ne? Ja. Sieht so aus. Hier waren wir. Hier waren wir auch. Da waren wir. Gut. Dann würde ich sagen, geht unsere Reise jetzt weiter. Und wir erkunden da hinten die Ecke. Oder... Warte mal. Wie bin ich denn da gerade? Ach ja, genau hier, die Treppe. Ah, da unten ist Ende, ne? Gut, müssen wir tatsächlich durch die Häuser laufen wieder.
Oder hier rüber, das geht natürlich auch. Ja, wir hätten auch bei dem anderen Fenster rausgekonnt. Okay. Da ist schon wieder jemand. Hundi. Hilfe. Mistvieh. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Oh. Hier liegt der immer noch. Oh, das war knapp. Okay. Einmal eben hier ums Auto. Guck mal, hier kann man rein. Und ein Medikit. Danke. Das sagen wir nicht nein. Hier jede Menge Muni. Da geht's runter. Und jawohl. Kiste mit Teilen. Gut, dann lass uns hier noch mal eben schön durch looten. Bisschen Lauschangriff auch. Aber ich glaube, hier ist erstmal nichts. Hier haben wir noch was. Und da ist auch noch was. So, wir dürfen wieder. Molly. Klebeband. Auch immer sehr nützlich. In der Küche ist nichts. Wie sieht's hier aus? Ach, guck mal, hier kann man wieder hoch. Da war der Hundi. Okay. Steinchen. Hier ist ein Schuppen, aber der ist zugewuchert, ne? Da kommen wir nicht rein. Alles klar. Und hier waren wir auch schon. Gut. Perfekt. Dann einmal hier zum Grillplatz. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Nichts Wiederverwertbares, alles klar, außer die Flasche da. Hier ist auch nichts. Ja, da bleibt uns dann jetzt auch nicht mehr viel übrig. Gut.
Ja, ich glaube, wir waren da vorne schon richtig. Dann gehen wir doch hier erstmal weiter. Schauen wir uns hier mal um. Warum sind so viele Leute für einen Einzelnen? Achtung! Okay, im Liegen schießen ist auch nicht geil. Das müssen wir nochmal üben. Ich hab dich kontrolliert. Mal direkt Molly auf den Kopf. Okay. Achtung, schön vorsichtig. Na komm. Lauf da mal hin. Jawohl. Okay, okay. Sehr gut. Gibt Muni. Oh, eine Brechstange. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Können wir mal ausprobieren. Boah, die Mucke, ne? Die ist auch wieder richtig bedrohlich. Aber ich sehe niemanden. Okay, wir gehen mal weiter. Schön vorsichtig. Und einmal hier rein. So. Schalldämpfer. Gut, wir gehen noch mal zu den Leichen hier drüben. Vielleicht haben die was fallen lassen. Ja, haben sie. Sehr schön.
So, kann man hier irgendwie hoch? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay, wir müssen auf jeden Fall darüber. Und finden's raus. Scheiß drauf. Lieber kein Risiko eingehen. Hier drüben! Hau ab! Okay. Gut. Von wo kam das? Vom Dach, okay. So geht's auch. Gut. Weiter geht's. Garage. Jawohl. Super. Wieder ein paar Teile zum Basteln. Muni. Nachladen. Und Heilung. Yes! Flasche nehme ich auch mit. Hinterhof. Wegen leer. Okay, wie komme ich darüber? Okay, wahrscheinlich muss ich erst hier lang. Aha. Räuchert sie aus! Aua. Krass. Krass, 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 krass. Da müssen wir aufpassen an der Stelle. Räuchert sie aus! Oh,
Okay. Ich verstehe. Ihr wollt die harte Tour, könnt ihr haben. Hol ich jetzt die Schrotflinte raus. Weichet sie aus! Los! Oh, fuck! Wenn sie die harte Tour wollen, kriegen sie die. Okay. Ich glaube, der Rauch verzieht sich langsam. Wollen wir eben durchschnaufen. Oh, ist immer noch ganz schön schlecht hier mit dem Gucken. Ja, aber wird besser. Immerhin. Hier geht's auch hoch. Hier ist ein Eindringling! Ja! Okay. Nochmal eben nach unten. Jetzt müsste der Rauch weg sein. Jetzt können wir hier ein bisschen besser gucken. Ja, das war's auch schon. Viel mehr ist hier nicht. Alles klar. Ab nach oben. Na, wo seid ihr denn? Ja, kommt mal ruhig her. Finde ich gut. Brauche nicht so weit laufen. Ah, die wollen nicht. Dann komme ich zu euch. Auch kein Problem. Na, wen haben wir denn da? Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen.
Bereit? Nein. Ja. Bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling. Ich hab den Ring. Der kommt wieder. Wir brauchen mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei dir. In diesem Haus! Los doch mal! Oh. Jo, da war Ellie gerade ein bisschen sauer. Hab die Schlüssel. Weg hier. Ja, gleich. Gleich. Ja. Hetz mich nicht. So. Muni. Danke. Okay, ich habe zu lange gebraucht. Mann, ich kann nicht in Ruhe looten. Steig in das verfluchte Auto! Okay, wir sind. Ja. Sehr gut. Alles okay? Bin mir nie besser. Ich glaube, wir sind sicher. Ja, ich glaube auch. Das war gerade das volle Programm Action. Wahnsinn. Aber richtig gut gemacht.
Dina! Hey. Oh mein Gott. Jess. Hey, Dina. Oh. Hey. Da freut sich jemand. Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freundin nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Ne? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Oh, das gefällt Eddie nicht. Oh. Kannst du mich verschenken und alles ist vergessen? Ich weiß, ich will eine Entschuldigung. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Ja, den Tommy mag ich auch. Das ist auch ein Feiner. Boah, guckt's euch an. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Ist das mega. So, Ellie steht daneben, jetzt ist sie taub. Aber er hat getroffen. Willst du es probieren? Ja, na klar, gib mal her. Den Lachs. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das Rote? Versuch es zu treffen. Welches Rote? Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Meint sie das? Oder meint er das hier? Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Oh. Na bitte, ich sehe noch welche. Ja, ich bin dabei. Erwischt. Noch zwei. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Oh, er ist aber echt großzügig. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Mhm. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Stimmt. Da, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Okay. Talent. Ich zähle noch drei.
Was dachtest du denn? Wunderbar. Ich sehe noch zwei. Okay, warte. Mal eben schauen. Da ist einer. Du lernst echt schnell. Ja. Ja. Einer fehlt noch, ne? Ich weiß nur nicht, wo der sein soll. Warte mal. Ah ja. Kuckuck. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Unter Turm. Siehst du's? Unter den Gondeln am Turm? Warte. Meint er da oben? Oh, das ist aber weit weg. Lass dir Zeit. Ja, hat er recht. Zeit lassen, nicht hetzen. Gar nicht so einfach. Gut gemacht. Noch ein paar mehr. Noch ein paar mehr, okay. Wenn die sich nicht bewegen würden. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Drei noch. Das will er gar nicht wissen. Joel kriegt einen Anfall. Ah, hoffentlich denkt Joel ans Umrühren. Wahrscheinlich lässt er See wieder anbrennen. Er ist ein guter Killer, aber ein schlechter Koch. Das passiert ihm echt jedes Mal. Suppe, Eier, das ist ein miserabler Koch. Da ist noch einer. Ich weiß, wir sollten diese Leichen hier wegschaffen. Ich sehe keine mehr. Gut. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Okay. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Ganz ruhig, Freunde. Ach, guck mal, er geht schon rein. Ja, wir lassen ihn mal gehen. Ich möchte ihn mal eben draußen ein bisschen gucken. Das ist so ein schöner Ort. Hier könnte ich mir auch gut vorstellen, dass hier noch eine Sammelkarte oder sowas rumliegt. Aber anscheinend nicht wirklich. Ah gut, wir haben geguckt. Passt schon. Vielleicht drin. Gut. Da ist auch nichts. Surprise, surprise. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen.
Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Sein Grinsen. Ja, es wird Zeit. Sehr gut. Ich mag die, ne? So, und jetzt gibt's einen Einlauf. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Erwartet. Gib mir lieber die Gitarre, ich will eine Runde spielen. Oh, hier, guck mal. Da ist was zu lesen. Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Mhm. Warum meldet ihr euch immer freiwillig für diese Patrouille? Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Ich setz mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Magie. Magie, okay. Alles klar. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Aha. Interessant. Akkretion. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo sie unter den hungrigen Augen der Reisenden um ihr Leben kämpfen müssen. Wird sie ihre Gefühle für den Captain beiseite schieben und für ihr eigenes Überleben zu kämpfen? Ah ja. Um für ihr eigenes Überleben zu kämpfen. Oh, hier würde ich auch gern abhängen. Das ist mal mega hübsch. Vielleicht brauchst du keine Seiten. Klingt okay, finde ich. Ja, das klingt schön. Schön. Doch, Ellie braucht Seiten. Immer ein Satz Seiten für Ersatz. Ganz wichtig. Ja. Jetzt stellt mal, ihr habt eine Bandprobe und ihr seid da gerade voll in Action. Und dann reißt euch eine Seite. Und wenn ihr Pech habt, vielleicht sogar noch eine. Ne? Und dann habt ihr keinen Ersatz. Katastrophe. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Zumindest sehe ich hier nichts mehr. Doch, hier. Muni. Sehr gut. Bierflasche. Das kann man nicht aufmachen, ne? Schade. Ah, hier ist das Heft. Gut. Meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zum Musikladen gehen, machen wir hier an dieser Stelle ein Päuschen. Das passt gerade ganz gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, ob wir ein paar Seiten finden. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für eure Zeit und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und wie immer. Tschö. Mit Ö.